Wir haben ja, sehr talentiert und erfolgreiche Fußballer. Jetzt ist die Jugend trainiert ja auch eine Talentschmiede. Was würdest du diesen Jungs mitgeben, die vielleicht noch den großen Traum haben, oder ich hoffe, dass sie den großen Traum haben, Fußballstar zu werden oder was ganz Tolles zu erreichen in ihrer Sportart? Wie macht man das? Schule und Sport, worauf kommt es denn an? Ich glaube, im Wesentlichen kommt es darauf an, durchzuhalten, auch in Durststrecken nerven, die Willensstärke nicht zu verlieren und eben auch sehr gut mit Niederlagen umzugehen. Weil diese Persönlichkeit, die man da trägt, die begleitet einen durchs ganze Leben. Und diese intensiven Gefühle, die man als Sportler hat, hat man selten irgendwo anders. Markus, du hattest mit 14 deinen Unfall auf dem Wakeboard, wo dein Unterschenkel amputiert werden musste, bist dann aber einige Monate später wieder zurück aufs Board. Warum war für dich Sport die Lösung? War ja eine unglaublich schwierige Langstrecke. Ja, Sport hat mich irgendwie zurück ins Leben gebracht, ehrlicherweise. Also man hat sich den einen auch über den Sport identifiziert. Und es war immer ein Sportwettkampf, ich war immer der Vorturner in der Klasse, wo man alle zeigen musste. Und ich wollte unbedingt diesen Sport machen. Und so kam es dann irgendwann auch zu meinem eigenen Motto, so denke, lass dich nicht behindern. Also keinen vorschreiben lassen, was man kann und was man nicht mehr kann. Das war für mich damals unglaublich wichtig, weil ganz viele Leute geglaubt haben, dass verschiedene Dinge nicht mehr möglich sind. Und ich glaube, bei dir war das ziemlich ähnlich. Am Anfang hieß es auch, du bist zu klein und zu dünn, habe ich mal gehört, genau. Und dann sieht man, dass man eine tolle Karriere daraus werden kann. Und das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen. Deswegen, lass dich nicht behindern, lass dich einschränken und setzt auch nicht dich selber. Und lass sie euch nicht von den anderen setzen. Und das ist so, was ich immer ganz gerne sehe, die jungen Sportler mitgeben. Was wollen denn die Kinder meistens von dem Wissen, was sie haben? Also, man sind so ein bisschen unsicher und brauchen einfach ein bisschen Schub und Motivation von vorne dann genug? Ja, ich glaube, der ganz normale Umgang mit dem Handicap ist richtig. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken, wenn ich im Sommer mit der kurzen Hose durch die Gegend laufe und das sieht nochmal anders aus und man muss sich vielleicht auch an den einen oder anderen Blick mal gewöhnen, weil einer eine andere Frisur hat, ein tolles Tattoo, schaue ich den auch an, nicht weil ich den bewerte, sondern weil ich einfach das spannend finde, weil er eine tolle Frisur oder ein super Tattoo hat. Und so ist mit der Prothese auch. Man wird angeschaut, aber man darf es nicht als etwas Negatives sehen oder ganz im Gegenteil, das ist etwas, was mich besonders macht, was mich auszeichnet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich heute zu meiner Familie kommen würde und auf einmal zwei gesunde Beine hätte, dann würde mein großes Team zu mir sagen, das stimmt was. Weil dem habe ich nur eine Prothese trägt, die wird zu mir. Und das macht mich halt auch zu dem, was ich heute bin. Und deswegen finde ich es wichtig, weiterzugehen, stolz darauf zu sein, was man ist und das auch nicht zu verstecken.